Spaulwasser, Spaulwasser und Tor! Jürgen Spaulwasser aus Magdeburg. Jürgen Spaulwasser. Zijn naam heeft voor altijd een plek in de Duitse geschiedenis gevonden vanwege die ene goal tijdens het WK van 1974. Een doelpunt dat ook voor het Nederlands elftal indirect grote gevolgen zou hebben. Het is de tijd van het IJzeren Gordijn en van de Berlijnse Muur. De DDR, oftewel Oost-Duitsland, heeft zich voor het eerst in de historie voor een WK voetbal geplaatst. Op 5 januari 1974 is in Frankfurt de loting. De 11-jarige zengerknaap Detlef Lange zorgt daar voor een daverende verrassing. DDR nummer 3. De DDR gaat dus spelen tegen de BRD, oftewel Oost-Duitsland tegen West-Duitsland. De DDR bestaat in 1974 ook nog eens 25 jaar. En in dat jubileumjaar willen de Oost-Duitse staatsamateurs de rijke profs uit het Westen het liefst een lesje leren. Ik ben der Meinung, es gibt noch so viel Leid in der Welt, dass man für einen Spieler wie Cruyff, Neeskens oder Breitner so viel Geld ausgeben muss. Maar door het doelpunt van amateur Jürgen Spaulwasser winnen de Oost-Duitsers op 22 juni 1974 van de West-Duitse profs. In de laatste 15 minuten lukt het West-Duitsland niet meer om gelijk te maken. En het wonder van Hamburg is geschied. Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. 1:0 gewinnt die DDR-Fußballnationalmannschaft in Hamburg über die Auswahl der BRD. Torschütze Spaulwasser. Hallo, heer Spaulwasser. Hallo, grüßen Sie. Erik, Bureau Sport. Jürgen. Ich erkenne Sie von den Fotos. Ja, aber ich bin ein bisschen grauer geworden, ne? Okay, wir machen einen Spaziergang. Können wir noch einmal zusammen gucken nach dem Tor? Und dann gucken wir uns an und geben Sie dann bitte ein bisschen Kommentar dazu. Ich musste ja den Ball, der diagonal gespielt ist, berechnen. Und aufgrund der vielen Leute, die um mich drumherum, habe ich so ein bisschen die Orientierung verloren. Und ich wollte ihn mit der Brust mitnehmen. Aber der Ball sprang so komisch, dass ich den auf meine Stupsnase bekommen habe. Und dadurch hat er eine andere Richtung gekriegt. Eine glänzende Aktion des Magdeburger. Schauen Sie, wie er Überblick behält. Den unterschiedlichen Move gemacht mit der Nase. Ja. Jetzt ist das Spiel aus. Das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. West-Duitsland legt na die nederlaag haar wonden en beseft dat het zo niet langer kan. Het elftal wordt omgegooid en vanaf dat moment wordt de weg naar boven ingezet. 8 dagen later speelt de DDR in de tweede ronde tegen Nederland. Dit keer zijn de Oost-Duitsers kansloos. 2-0 voor Nederland. Wie vonden ze eigenlijk het beste, die Duitsers of die Holländer? Also ich sage heute noch, ich habe darauf gewartet, dass der Schiedsrichter nach 10 Minuten dieses Spiel abpfeift. Weil ich habe mich noch nie so einsam auf dem Platz gefühlt, wie in diesem Spiel gegen Holland. Wir haben nicht eine Chance gehabt. Für mich war klar, dass Holland, wenn sie so weiterspielen, das WM-Favorit ist. Waar de West-Duitsers zich na de wedstrijd tegen de DDR gingen bezinnen op hoe het beter moest, raakte Oranje na hun wedstrijd tegen de DDR verwikkeld in de fameuze zwembadaffaire. Oranje-spelers zouden in hun hotel naakt geswongen hebben met daar aanwezige meetgen. Maar dat is voor ons toch een wezenlijke onderscheid. De BDR had na het spel met crisis, een andere manschaft. En die Hollanden die zijn na het spel ja, die zijn met de nackte mädel in het swimmingpool gegaan. Ja gut, also ich glaube schon, dass die Mentalität in Holland diesbezüglich auch viel offener ist wie in Deutschland. En of het aan die mentaliteit heeft gelegen, weten we niet. Maar feit is wel, Nederland verloor die finale van West-Duitsland. Ja, also das Spiel war nicht lange zu Ende. Da klingelte das bei uns an der Tür. Der Briefträger war da und meine Frau kam dann mit einem Telegramm zu mir. Ich habe das geöffnet und da erstaunlicherweise bloß in Magdeburg und mit einem Satz, der genau dieses trifft. Jürgen, wir danken dir, ganz Deutschland dankt dir. Das sagt also aus, dass aufgrund dieser Niederlage sich der Westen zusammengerissen hat und von da aus erstmal Fußball gespielt hat
Und umsonst hat der Beckenbauer ja nach dem Turnier nicht gesagt, also gebt mal den Sparwasser die 23. Medaille. Das sagt ja nur, wenn, das ist noch die Krönung dazu. Und wenn mich also Leute auf der Straße treffen, dann, du warst das. Und im ersten Moment sind sie sauer und dann kommen sie selber drauf, ja, wenn du nicht gewesen wärst, hätten wir den Topf nicht geholt. Ja, so ist es. Es ist ganz einfach so. Dus eigenlijk dat wij Holländer geen Weltmeister geworden zijn, alle dank die Nase voor Jürgen Sparwasser. Genau, ook nog dazu. Ja, ik ben nog schuld. Ja. Kortom, abonneer je op ons YouTube-kanaal. Je klinkt nu echt als een oude lul die reclame maakt voor iets moderns. YouTube. Hoe heet Eddie Wally zei? Ik heb het nog een eind over. Eddie Wally zei. YouTube.